Jo, Leute! Nein, Spaß, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition und wir sind ja jetzt hier der Gefangene, den wir in der letzten Folge erstellt haben. Und ja, es geht jetzt los. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich erzählen muss und ich würde sagen, einfach wir laufen mal, öffnet das Tor. Narren, öffnet das Tor für den Führer! Das sollte so nicht sein. Okay, wir gehen ins Tal, das heißt, wir gehen jetzt wahrscheinlich, rufe das aus dem Heldenmenü heraus. Okay, erstmal die Quest aufrufen. Questkarte ist in der Mitte. Ach so. Okay, wir müssen jetzt also. Ne, hier ist die Karte. Hier sind wir lang gegangen. Tagebuch, Option, zurück zum Menü, Codex, speichern. Ne, wir müssen jetzt nach Cassandra. Weiß ich nicht, ich kenne jemanden, der Cassandra heißt, deswegen würde ich Cassandra als Kassasan. Ach egal, scheißegal. So, ja, wir gehen jetzt hier durch. Da sieht man schon den grünen Riss. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal versuchen, meinen Let's Play-Stil ein bisschen zu ändern. Also ein bisschen intensiver zu kommentieren. Nicht nur so, okay. Sondern richtig Emotionen freien Lauf lassen. Finde ich einfach ein bisschen besser. So, die Abstände werden kürzer. Ja, hier unser Typ, der irgendwie immer noch ein bisschen aussieht wie der von Star Wars. Ich weiß halt, Kylo Ren. Genau, so jetzt ist er endlich eingefallen. Gut, wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß. Ups. Hinter uns war also noch eine Frau im Riss, aus dem wir gekommen sind. Das hat man, glaube ich, gar nicht ganz gehört, weil. Okay. Bleibt hinter mir! Ist das jetzt hier so ein Dämon? Ach, das sind zwei Schwerter. Passend. Noch ein Dämon. Und. Ja, okay. Drücke RT, um anzugreifen. Endlich können wir hier ein bisschen kämpfen, Jungs. Okay, ja, wir müssen halt angreifen. Wir können auf X hier einfach hier. Ach, nice. Bonusschläge ausführen, wie es aussieht. Und es gibt also auch noch eine Levelanzeige. Es ist vorbei. Weg mit der Waffe. Los. Ach gut, jetzt können wir natürlich wieder hier, na, ich würde sagen, so einfach aufgeben sozusagen tun wir nicht. Ich würde sagen, wir bauen erstmal auf Vertrauen. Wenn ihr mich durch ein Tal voller Dämonen führen wollt, werdet ihr mir vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Ihr habt recht. Ich kann euch nicht beschützen. Und ich kann auch nicht von euch erwarten, dass ihr euch nicht selbst schützt. Euer Leben ist ohnehin schon gefährdet genug. Ich hoffe sehr, dass es nicht allzu doll leise ist. Okay, ein Trank. Können wir nehmen. Aber ich brauche keinen Trank. Ich meine, ich habe volles Leben. Weiß der Erbauer, was uns erwartet. Ja, dann nehmen wir die halt. Aber ich habe doch volles Leben. Das verstehe ich gerade nicht. Wo sind eure ganzen Soldaten? Im vorgeschobenen. Egal, wahrscheinlich soll ich die später usen. Und hier können wir erstmal jemanden looten. Perfekt. Ja, nehmen wir erstmal alles. Und dann können wir hier auch natürlich noch, im Inventar, genau, haben wir die beiden Schwerter, die wir vorhin bekommen haben. Und können jetzt also den. Warte mal. Das ist bereits ausgerüstet, ne? Das auch. Und das auch. Das nicht. So. Achso, warte mal. Das hat 43, das hat 42. Dann nehmen wir natürlich das mit 43. Und diesen super sexuellen Helm. Ist das überhaupt ein Helm? Ja, es ist so ein Eisenhelm. Okay, alles klar. Gut, ja.
Also ich hoffe, man kann die Audio verstehen von den Charakteren, die unterhalten. Ansonsten fasse ich einfach nochmal kurz zusammen. Okay, Fähigkeiten verwenden Mana und Ausdauer, um im Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Ja, das ist eigentlich altbekannt, würde ich mal sagen. Ja, erstmal plündern, Jungs, erstmal plündern. Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Was habe ich jetzt bekommen? Achso. Okay. Ich würde mal sagen. Perfekt. Das war nice. Okay, jetzt muss ich natürlich erstmal warten. Und den kommen wir kurz hier. Zack, 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 zack. Ich glaube, wir haben die richtige Wahl getroffen. Also ich habe die richtige Wahl getroffen hier für meinen Heldencharakter. Man kann ja auch später noch mit dem Bogen und so angreifen. Das sollte eigentlich ganz gut sein. Was ist hier auf LT? Achso, passt. Okay, nice. Das kriegen wir alles noch freigespielt. Das haben wir noch nicht hier. Wenn ihr unten rechts mal guckt. Ich kann hier, denke ich mal, zwischen aktiv und passiv nochmal. Oh, ich kann mich also auch unsichtbar machen. Ich doch gleich mal direkt verwenden, um hier einen gezielten Angriff zu landen. Jawohl. Schöner Konter. Er greift uns aus der Distanz an. Wer? Ach, da oben. Okay. Das sollte eigentlich machbar sein. Da gehe ich mal eben hier hoch. Hier sind ja keine... Ja, plündern kann man hier nichts. Dann mache ich mich da kurz unsichtbar. Ich meine, ich habe... Ein bisschen Mana habe ich. Lol. Hä, wo ist er denn jetzt? Nice, okay, alles klar. Sie kommen aus der Bresche. Okay, 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 ja, ja. Ach so, da hinten müssen. Ach so. Gut, das sollte. Wird nicht allzu schwer sein. Darüber zu kommen, muss ich mal gerade gucken hier. Springen kann man ja auf A. Fallschaden. Guck mal, Fallschaden, ich hab's gar nicht. Ich hab's gerade echt, ehrlich gesagt, nicht mitbekommen. Ja, das ist hier so ein grüner Geist, der ist da mal eben hier abgefarmt. Okay, sie macht halt relativ viel Schaden. Ich nicht, doch, ich noch nicht so viel. Aber, ja, das ist alles noch im grünen Bereich. Ich meine, ich habe hier einen Lebensbalken, Lebensabschnitt oder so erst verloren. Also, ja, kein Thema. Jetzt mal hier auf den größeren gehen, der ist nämlich schon... Kann ich hier mit B machen? Okay, noch nicht. Das war noch nicht freigespielt. Okay, hier, zack. Der grüne. Und dann nehmen wir den hier noch mit. Okay, ich muss den vielleicht erst fokussieren. Bevor ich ihn angreife. Hallo. Na gut, sie regelt das. Erstmal werde ich erstmal plündern. Ja, Geistesdezent nehmen wir mit. Kann immer mal hilfreich sein. Und den schlitzen wir kurz auf. Okay, wir können dieses Ranspringen, glaube ich, so oft benutzen, bis wir auf einen Gegner treffen. Und wir müssen uns weiter fortschlagen, Jungs, Mädels. Ab geht's. Wir nähern uns dem Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Wer kämpft da? Das werdet ihr gleich sehen. Ach, da vorne. Attacke! Gut, dann würde ich sagen, wir fokussieren erstmal. Random, oder? Random kann man da fokussieren? Ja. Und Attacke. Zack! Erstmal direkt hier einen Eröffnungsschlag rausgehauen und los geht's. Zack, der erste ist tot und direkt weiter hier ins Gemetzel von hinten drauf. So, hier sind wahrscheinlich Verbündete. Nice. Schnell, bevor noch mehr hindurchkommen. Was habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Ich glaube, ja, ich kann also helfen. Das ist halt wohl die blödste Frage. Ich würde sagen, ihr meint das mal. Ihr meint das hier. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung.
Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Gehört er der Kirche an? Ich finde den Typ ganz sympathisch hier. Mit seinen... Ja, nette Armbrust, schön euch kennenzulernen. Ich würde immer sagen, nette Armbrust. Das ist eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon so einiges miteinander durchgemacht. Ihr habt eure Armbrust Bianca genannt? Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Ich weiß nicht, wir können unseren Charakter vielleicht ein bisschen neutral aufziehen und ich würde einfach mal sagen, ich danke euch. Dann schulde ich euch meinen Dank. Ihr könnt mir danken, wenn es uns gelingt, die Bresche zu schließen, ohne euch dabei zu töten. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Euer Gefangener ist kein Magier. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja, Bianca ist schon ganz aufgeregt. Ja, ja, ich denke mal, da haben wir zwei nette Weggefährten, beziehungsweise... ja, Artgenossen dazu gewonnen. Und ich weiß nicht, mein Charakter, der ist jetzt nicht so, doch nicht so, wie ich ihn mir jetzt gewünscht hätte, möchte ich sagen, aber ja, ist okay, kann man so lassen. Wir sehen ihn ja sowieso nur von hinten. Gut, wir müssen also jetzt weiter zum Ufer. Drücke, um die Kontrolle über eine andere Gruppe. Nice. Wie geil ist das denn, Alter? Ich habe Dragon Age noch nie wirklich gespielt, beziehungsweise Let's Plays auf YouTube verfolgt. Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Ah, das ist halt echt nice. Können wir auch die vorspielen? Können wir hier die ganze Horde übernehmen? Und ich würde mal so sagen. Also ich kann dich hier mal fokussieren. Also, das ist. Okay, was? Okay, das finde ich jetzt zwar praktisch, aber ich mag sowas nicht so gern. Weil das dann doch, das erinnert mich dann irgendwie eher so an StarCraft, ne? Weiß nicht. Okay, ja, wir spielen erstmal jetzt den Dicken hier. Weil der verdammt cool ist. Bam! Und erstmal hole ich jetzt hier mit der Armbrust raus. Ist das hier? Achso, treten wir ihn sozusagen. Weiß nicht, wie ihn euch das nennen soll hier, so. Dinge, die wehtun. Und ja, weiter geht's, Freunde, weiter geht's. Bam! Bam! Was hat unser Magier hier? Der rastet richtig aus. Warte mal, bekomme ich eigentlich ein Level mit dem irgendwie dazu? Oder ist das egal? Oder nicht egal? Was ist mit ihm hier eigentlich? So, er ist dann mehr oder weniger der Supporter. Deswegen wahrscheinlich auch blau umrandet. Gut, und wir müssen jetzt also weiter vordringen. Ja, ich gehe mal, wie gesagt, nach vor mit dem hier. Der Schütze, dass wir das ein bisschen von hinten aufräumen können. Und währenddessen lassen wir die anderen mal machen. Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Nice, erstmal ein Critical Hit.
Und ja, unsere Gefährten greifen ja schon direkt an. Ich weiß nicht, hier ist es gerade. Ich sollte mal kurz vielleicht meinen Charakter wechseln zu einem Nahkämpfer, weil gerade wird es ein bisschen kritisch. Und das spielt lieber hier mit unserem Eingeborenen sozusagen. Wir bekommen auch nur Level dazu, wenn wir ihn, glaube ich, spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber das sah gerade so aus, weil wir mit dem Armbrustschützen ja irgendwie nie Level dazu bekommen haben. Nur hier, wenn wir ihn spielen, bekommen wir Level dazu. Und meine, wir haben ihn uns jetzt gemacht, hab ja schon die mir am zutreffendste Art hier Waffe gewählt und ja, passt. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen das vorgeschobene Lager erreichen. Aber erst in der nächsten Folge, liebe Freunde. Das war's mit mir. Ich verabschiede mich. Haut raus. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.